Oh, hallo Baumbart. Du bist doch Baumbart, oder? Ich glaube schon. Meine Sägewerke machen deinen Wald nieder. Oh shit. Ich glaube, die sind ziemlich wütend. Ja. Vernichte Baumbart. In Ordnung. Oh, das ist meine kleine Armee hier, die zum Großteil noch keine Namen hat, weil ich Mist gebaut habe. Oh, hey, wir haben Einheiten geschenkt bekommen, wie ich sehe. Wir haben aus irgendeinem Grund alle 325 Kommandopunkte voll. Bonus steige mit Saruman Rang 3 auf. Hetze zwei Horden Uruk-Krieger aufeinander. Kombiniere eine Horde Uruk-Armbrustschützen mit einer Horde Urukai. Ich mache ja vieles mit, aber diesen Mist werde ich mir nicht antun dafür. Wartet. Wurde hier irgendjemand benannt? Urukai Horde, Urukai Horde. Nein, die habe ich alle vergessen. Gut, okay, egal. Ihr steht am nächsten an denen dran. Ihr habt das Glück, jeder niederzumähen. Und schon wäre der Bonus erfüllt. Ich kann das natürlich weiter fortsetzen. Wenn ich das mache, kriegen die Erfahrungspunkte, die angegriffen haben. Und die anderen sterben eben. Na, machen wir das doch einfach. So. Ja, wir haben ein bisschen wenig Urukrieger, sehe ich gerade. Naja, Pech. So. Wie sieht das, was muss ich hier überhaupt tun? Ich muss das Endting zerstören und Baumbart vernichten. Mit Saruman angreifen und das war's eigentlich auch schon. Hier muss ich hin, damit ich das Lager holen kann. Oh shit! Oh shit! Ich habe nicht damit gerechnet, dass hier so etwas passiert. Angriff! Saruman, kümmere dich darum! Nein, ihr greift nicht an. Ach, egal, macht doch, was ihr wollt. Oh, shit. Vernichtet ihn. Oh, das war ganz schön knapp. Und den genauso. Und ihr verschwindet da. Und ihr seid die blödsten Einheiten, die ich habe. Oh, shit, Saruman. Ja, das sehe ich auch so. Wir schreien, wegrennen und Rückzug brüllt. Finde ich gut. Okay. Jetzt aber. Schluss mit lustig. Ja. Werde ich tun. Das der Nachteil allerdings an den bösen Einheiten ist, dass sie sich nicht regenerieren durch. Man kann keine Brunnen bauen. Die einzige Möglichkeit sind die Bannerträger. Elben! Überall Elben! Wartet noch! Noch nicht angreifen! Feg sie weg, Saruman! Was? Wie schwach bist du denn, alter Mann? Verflucht, die verfolgen mich! Wer ist zurück? Verdammten Elben? Ja, dir tatsächlich. Die greifen mich an. Das juckt die überhaupt nicht, ob ich davonlaufe. Die folgen mir einfach. Das fällt denen ein. Gut so, Saruman. Das wären jetzt zwar hier oben auch Erfahrungspunkte für dich gewesen, aber die haben mich angegriffen. Da hatte ich keine Wahl. So, wir bauen ein Lager. Vernichtet die Elben. Oh. Eine weitere Hauptaufgabe, in Ordnung. Das werde ich tun. So, was sollen wir hier tun? Wir können Festung bauen, Rüstkammer, Schlachthaus und Schmelzofen und eine Urukgrube, die wir brauchen. Wir bauen die Urukgrube hier hin. Wir bauen keine Festung vorerst. Wir bauen eine Rüstkammer an der Stelle hier. Wer greift mich an? Wer wagt es? Da sind noch mehr Elben, die auf die Fresse wollen. Okay. Die Rüstkammer wird bereits gebaut. Ich muss noch Schlachthäuser und Schmelzöfen bauen. Okay. Ich baue hier ein Schlachthaus hin. Und hier.
Und hier beide Schmelzöfen, die liefern mir Rohstoffe. Es sind zwei verschiedene... was soll denn das? Es sind zwar verschiedene... Eiland, sag doch mal Saruman. Sehr gut. Es sind zwar verschiedene Gebäude, aber im Endeffekt nützen die dasselbe. Oh nein! Sie greifen mich an. Was fällt denen ein? Verfluchten Elben. Herrgott nochmal, lasst meine Männer in Ruhe. Du sollst doch nicht... Ach, Saruman, du alter Schwachkopf. Na egal. Fälle die Bäume mit dem Verheerungszauber? Könnt ihr den mal angreifen, anstatt euch einfach nur abknallen zu lassen? Welcher Verheerungszauber? Der Feuerball? Naja, ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen. Da kommen noch mehr. Ich glaube es nicht. Welcher Verheerungszauber? Ich weiß nicht, wovon die sprechen. Vielleicht den Feuerball. Naja, was soll's. Wir können Bannerträger und Feuerpfeile als Upgrade nutzen. Das werden wir auch beides tun, aber zuerst mal brauchen wir die Feuerpfeile. Was macht ihr denn da? Zuerst mal brauchen wir die Bannerträger, denn die müssen sich regenerieren. Ansonsten bleiben die tot und wir wollen ja hier kein Bataillon verlieren, nicht wahr? So, Saruman ist fast aufgestiegen. Mir gefällt die Tatsache nicht, dass... egal. Ich werde einen Großteil meiner Einheiten opfern müssen. Verflucht, bleib stehen! Feigling. Na toll. Das wäre Sarumans Kill gewesen. Da sind noch mehr Elben, aber die haben sich zurückgezogen. Gut. Wie viel kostet Bannerträger? Ganze 540. Das ist ganz schön teuer hier. Nein! Rückzug! Gut gemacht. Rechtzeitig. In letzter Sekunde habe ich dieses Bataillon gerettet. Wobei es mir eigentlich egal ist. Das sind Einheiten, die können sich alle opfern. Das ist mir völlig egal. Und Saruman wird hier angegriffen und macht nichts dagegen. Dieser Depp. Komm, hier. Weg mit denen. Sehr schön. Rang 3. Bringt zwar auch nicht so viel, aber wir haben eine Mission erledigt. Ja gut, dann zieh dich zurück, Saruman. Genau. Wenigstens einfachste Befehle kannst du befolgen. Verflucht nochmal! Hört auf, meine Einheiten niederzumähen. Ja genau, rennt in meine Türme, ihr Narren. Ich habe keine Ahnung, wie viele Kommandeurspunkte ich gerade frei habe, weil die Hälfte meiner Armee irgendwie tot ist und gerade wiederbelebt wird. Das ist ein wenig chaotisch hier gerade. Ihr seid alle unverletzt, ihr werdet wiederbelebt. Ihr braucht einen Banner. Träger. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Da unten können wir ein Sägewerk aufbauen. Na gut. Saruman sollte sich langsam mal heilen. Und ich brauche dringend mehr Rohstoffe. Warum kommen die nur so langsam? Oh, verdammt. Weitere Elben. Oh, verdammt. Die greifen direkt mein Sägewerk an. Gut, wisst ihr was? Ich renne die jetzt über den Haufen da oben. Sollen die doch versuchen, mich anzugreifen? Die haben keine Chance gegen meine Türme. Also schicke ich meine Armee weg. Egal, ob die mich angreifen. Ich mache sie später platt. Fluch der Elben. Ich weiß nicht, wie viele Einheiten wir noch kriegen. Aber ich denke, ein Bataillon können wir auf jeden Fall schon mal machen. Was brauchen wir? Wir brauchen genau Urukai. Wir haben die ja geopfert, falls ihr euch erinnern könnt. Ja, das habe ich schon kapiert. Er greift mein Sägewerk mit seinen dämlichen Pfeilen an. Viel Schaden machen die damit aber auch nicht. Gut, speichern wir hier kurz, bevor wir diese verfluchten Elben von dieser Welt tilgen. Los,
Danke. Wartet. Nicht alleine vorauslaufen. Warum bleibt ihr überhaupt stehen? Angriff. Was macht ihr? Okay. Was gibt's hier eigentlich so für Fähigkeiten? Aha. Okay, ich weiß, was das alles ist. Das werdet ihr früh genug erfahren. Die Uruks sind fertig. Gott, sind das viele. Oh nein, das sind Elben. Nicht Elben, Ents. Na gut, es könnte sein, dass wir hier Einheiten verlieren. Aber immerhin spielen wir auf der Seite der Bösen. Da ist das völlig egal. Das macht nicht viel. Das ist hier nicht die gute Seite, wo jedes Bataillon überleben muss. Vor allem am Anfang, wenn man noch keine Rüstungen hat, verlieren wir wahrscheinlich eine Menge Einheiten. Also, macht euch keine Sorgen darum. Das ist akzeptabel, dass wir so viele Einheiten hier verlieren. Verflucht nochmal, sie verfolgen mich! Weg da! Nein, nein, nein! Ach, verflucht. Schieß diesen verdammten End nieder! Kommt schon! Ihr habt ihn gleich! Jawohl! So. Das läuft nicht ganz so gut, wie ich geplant hatte hier. Aber naja, was soll's. Es funktioniert ja mehr oder weniger. Nein, du greifst mich nicht an, du Hund. So, das überlebt ihr nicht lange. Und dieses Sägewerk ist leider hinüber. Wieso kämpfst du eigentlich gegen das Gebäude und nicht gegen die Elben, Saruman? Genau, das Gebäude wagt es. Sag mal, mit dir stimmt doch irgendwas nicht, kann das sein? Na gut. Narr! Er beleidigt das Gebäude. Okay. So, und die Elben kommen und greifen meinen Turm an, aber das werden sie nicht lange mitmachen. Die Elben sind vernichtet. Sehr gut. Wir können auch diesen Vorposten hier nehmen. Dann können wir eine Menge weitere Schmelzöfen und Schlachthäuser bauen. Und diese Elben hier werden nicht mehr lange überleben, das kann ich euch gleich sagen. So, ein weiteres Sägewerk und ich gehe zurück. Was können wir hier alles bauen? Dasselbe wie drüben. Okay. Dann bauen wir. Ah. Ich sehe gerade, dass Schmelzöfen sinnvoller sind als Schlachthäuser, denn wir können überhaupt keine Warggruben und Wargreiter ausbilden. Warggruben bauen und Wargreiter ausbilden. Deswegen sind die Schmelzöfen viel klüger. Die Schlachthäuser bringen mir überhaupt nichts. Bei 6 und mehr Schmelzöfen 40%. Ich habe jetzt gleich 4. Verringerung auf Upgrades ist das nämlich. So, da oben gibt es vermutlich nichts mehr. Die Elben werden alle von meinen Türmen dahin gerafft. Wartet. Geht hier hin. Ihr könnt euch regenerieren. Ihr, okay. Wir müssen zuerst mal die ganzen Bannerträger ausrüsten. Damit die sich regenerieren können. Dieser eine Scherzkeks überlebt auch noch. Tja, dann. Nein. Das kriegst du auch so hin. So. Dann brauchen wir noch Feuerpfeile. Die kosten 700. Dadurch, dass ich so viele Schmelzöfen habe, sind die um einiges billiger geworden. Feuerpfeile für euch. Und für euch. Jetzt müssen wir warten, bis wir die restlichen hier mit Feuerpfeilen ausstatten können. Aber ihr gehört jetzt zur Steuerung 2, weil ihr Feuerpfeile habt und damit effektiv gegen End seid. Komm schon, Saruman. Schlag ihn nieder. Gut gemacht. Es gibt keinen Rückzug von einer Leiche, du Scherzkeks. Mein Gott. Ja, so. Auch ihr gehört zu der Gruppe. 2 fehlen noch. In Ordnung. So, was fehlt mir hier alles an normalen Bataillonen? Okay, ich glaube, das reicht leider nicht.
für zwei Bataillone. Das Problem an Sägewerken ist, sie kosten 4 Kommandeurspunkte. Also diese Orkarbeiter hier. Naja. Deswegen ist das Problem bei Isengard und Mordor, dass man irgendwie immer Kommandeurspunkte offen behalten muss, falls man Sägewerke bauen will. Das ist natürlich auch sehr nervtötend. Weil man ja normalerweise immer die maximal Kommandeurspunkte erreicht, was in diesem Fall nicht möglich ist. Sehr schade, nicht wahr? Ja. So, ich weiß gar nicht, wo ich hier hinlaufe. Alles, was ich noch zu tun habe, ist eigentlich das Ending zerstören und Baumbart vernichten. Die Elben waren keine große Herausforderung und viele Upgrades können wir hier auch nicht machen. Und wir haben nur noch drei Bataillone von Uruk-hai. Auch sehr schade. Wir hatten mal vier. Naja, das liegt an diesen Sägewerken. Vielleicht wäre natürlich auch ein Schlachthaus dann in dem Fall intelligenter. Aber ja, man muss immer irgendwie noch Einheiten oder Kommandeurspunkte offen haben, damit es aufgeht. Ansonsten wird das nichts. Da bauen wir ab jetzt Schlachthäuser. Denn wir können uns was ist hier los? Okay. Wir können uns keine weiteren Orkarbeiter leisten. So, weiteres Schlachthaus. Ich nehme an, wir haben so viele Orkarbeiter, dass das hier völliger Blödsinn ist. Kann ich die da opfern? Nein, die sterben dadurch nicht. Okay. Oh, Saruman wird angegriffen. Oh, da leben ja noch ein paar Elben. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gut gemacht, Saruman, aber naja. Das reicht leider nicht aus. Ich will wissen, was hier ist, bevor die da durchlaufen. Aha. Ja, ich weiß, das habe ich schon mitgekriegt. Das werden wir sehr bald tun. Aber zuerst müssen wir diese Elben hier loswerden, die es wagen, Saruman anzugreifen. Oh, das sind noch mehr. Aber zum Glück haben die alle Feuerbolzen. Feuerpfeile eigentlich, okay. Wie viele Orkarbeiter haben wir? Das sind vier. Das sind 2, 4, 6, 8, 9. Oh mein Gott, das sind viel zu viele. 2, 4, 6, 8, 9. Spinnt ihr eigentlich? Und hier sind nochmal 3. Das heißt 4 und 9 und 3 sind 16. Und hier sind nochmal 4. Das sind 20. Wenn ich die alle opfer, dann kann ich mir auf jeden Fall noch ein Bataillon holen. Das werde ich auch gleich tun. Gut, dann mache ich das doch. Ich brauche noch ein Bataillon Uruk-hai und muss erst kurz meine ganzen Orkarbeiter opfern. Also zumindest die meisten. Vier dürfen am Leben bleiben, oder wie war das? Ich weiß es nicht. Ihr opfert euch. Tschüss. Deshalb ist ein Schlachthaus doch keine schlechte Idee. Da kann man immer seine Einheiten drin opfern. So. Aber Moment, es geht auch viel einfacher. Ich baue hier einfach ein Schlachthaus hin und opfere euch dann. Haha, so schnell kann das gehen. So, nun müssen wir warten kurz, bis sich unsere Einheiten hier wiederbelebt haben. Die Einheiten opfern sich. Ihr opfert euch auch gleich im Schlachthaus. So, das können wir alles wegschmeißen. Das brauchen wir alles nicht mehr. Ah, verdammt. So schnell kann man das nicht nachbauen. Ja gut, also mir ist es eigentlich egal, was ihr da macht. Halt! Ihr sollt sterben. Könnt auch da drin sterben. Das meine ich mit mir ist es eigentlich egal. Hauptsache ihr sterbt, egal wo. Halt! So. Hier. Sterbt. Wie viele noch? Okay, 313 und hier sind nochmal 4. Hä? Was ist jetzt passiert?
Ach so, hat sich da jemand regeneriert oder? Nein, das ergibt keinen Sinn. Keine Ahnung, was dir gerade passiert ist. Ja, und 312, wir brauchen höchstens 305.